Hallo zu einer neuen Outfit-Inspiration. Und der Kenner unter euch weiß wahrscheinlich schon direkt, für welchen Farbtypen dieses Outfit hier heute ist, das wir präsentieren. Wir haben heute auf die Puppe gebracht einmal einen Jeansstoff. Und zwar ist das ein leicht elastischer Jeansstoff in diesem schönen hellen Blau. Zur Elastizität, wir haben gerade nämlich diese Frage für uns ja auch geklärt. Wie stark ist der dehnbar? Dafür nimmt man natürlich mal ein größeres Stück und zieht daran. Und dann seht ihr halt eben, es ist ein schöner, formstabiler Jeans, aber trotzdem mit einer leichten Dehnbarkeit. Und diesen finden wir sehr geeignet für, jetzt kommt's, zum Beispiel den Rock Frau Ina von Studio Schnittreif. Ein schöner Rock in A-Linienform. Für all diejenigen unter euch, die Jeansröcke mögen, dann würde ich schön die Nähte absteppen. Also die Nähte der Taschen. Weil dann könnte man natürlich so ein bisschen auch wieder mit Farbe hier spielen, die in dem Gesamtoutfit vorkommt. Also vielleicht ein schönes dunkles Blau, passt dann auf jeden Fall. Oder ihr könntet natürlich auch für all diejenigen, die sagen, Rock ist nicht meins, ich trage lieber Hosen, kann man natürlich auch die Jeanshose von Patty Duda rausnähen. Mit der Elastizität müsste man so ein bisschen schauen, ob es dann die schmale, die Slim Leg wird oder die Straight Leg. Die Straight Leg auf jeden Fall super geeignet, bei der Slim Leg hängt es wahrscheinlich ein wenig von der Größe ab, wie stark das Ganze dehnbar sein soll. Dazu kombiniert haben wir jetzt hier einen unserer Premium-Stoffe, und zwar ist das dieser schöne Viskose mit dieser ganz leichten, kreppigen Struktur. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist wirklich ganz, ganz leicht. Also der ist auch von innen schön glatt, fließt über die Haut, bremst nicht aus und hat dieses wunderschöne Blumenmuster. Hier jetzt wirklich dieses schöne helle Blau auf dunklem Blau, ein bisschen Royal kommt drin vor. Und wir könnten uns vorstellen, dass du dir daraus jeden Fall eine Bluse nähst, vielleicht die Schlupfenbluse Rosalie von Fadenkäfer. Ein Schnitt, der auch noch nicht so lange bei uns im Sortiment ist und eigentlich sehr, sehr schön ist, weil er hier, wie gesagt, mit dieser Schluppe vorne verschlossen werden könnte. Wer das nicht mag, kann das Ganze natürlich auch in der Version ohne Schluppe nähen. Das ist ja immer das Schöne, wenn so ein Schnitt so ein bisschen variabel ist. Und dann haben wir dazu jetzt noch kombiniert unseren Mantelstoff in diesem schönen rosa Farbton als Farbkontrast, damit auch der Sommertyp im Winter natürlich nicht frieren muss und ein Mantel hat, der wahrscheinlich dann zu vielen Outfits gut kombinierbar ist. Denn Sommertypen sind ja kühle, helle Typen. Also nein, Sommertypen sind die, die halt kühle, helle Farben gut tragen können. Und dieses Rosa lässt sich natürlich sowohl zu hellblau, dunkelblau gut kombinieren, als auch zu allen Grautönen. Und dieser Stoff wäre zum Beispiel geeignet für den Mantel Frau Linda von Studio Schnittreif, Reif, einen Kurzmantel. Und wir haben bewusst die Form Kurzmantel gewählt. Denn wenn du einen Rock dazu trägst, dann sollte der Mantel vielleicht in dem Fall etwas kürzer sein. Sieht ganz gut aus. Oder man nimmt natürlich etwas, was ganz lang ist. Das sieht auch wiederum aus. Aber das obliegt ja jetzt dir. So, ich hoffe, wir konnten heute wieder ein bisschen hier den einen oder anderen Sommertypen aus der Ecke hervorlocken, dem das gefällt. In Teilen oder komplett. Und wie immer an dieser Stelle, ne, einen schönen Tag für dich.